Hi, heute möchte ich dir gerne den Melopero Cookie RP2040 vorstellen. Dieser kommt mit einer USB-C-Schnittstelle daher, mit zwei Taster, die mit A und B gekennzeichnet sind, eine 5x5 LED-Matrix, die RGB-LEDs enthält, und du findest noch zusätzlich eine QWI-Schnittstelle. Dort kannst du via I2C Sensoren anschließen. Dann hast du noch die üblichen Verdächtigen, einen Reset-Taster und einen Boot-Taster für das Flashen, einen An- und Ausschalter, und der Hauptdarsteller ist hier ein RP2040 vom Raspberry Pi Pico. Die Pins des Melopero Cookie sind im Kreis angeordnet, wobei du hier oben rechts findest du den Pin V-Butt. An diesen kannst du eine externe Stromquelle anschließen. Diese kannst du dann mit An- und Ausschalter halt den Mikrocontroller ein- und ausschalten. Das ist besonders cool, finde ich. Auf der Rückseite gibt es nicht wirklich viel Spannendes. Hier ist mir nochmal die Bezeichnung aufgedruckt. Die Pins kannst du hier mit Bananenstecker oder mit Krokodilklemmen abgreifen. Der Durchmesser für die Bananenstecker ist 3 mm. Du musst also halt spezielle besorgen. Die normalerweise haben sie so 4 mm. Aber mit Krokoklemm klappt das doch ganz schon ganz gut. Bevor wir unsere erste Schaltung erstellen können, müssen wir diesen einmal flashen. In meinem Fall möchte ich diesen mit MicroPython programmieren, und wie das geht, zeige ich dir im nächsten Abschnitt. Für den Mikrocontroller gibt es eine spezielle Firmware. Diese können wir uns beim Hersteller herunterladen. Den Link findest du einfach in der Beschreibung. Wenn der Mikrocontroller mit dem PC verbunden ist, drücken wir die BT-Taste und die RS-Taste. Dann lassen wir die RS-Taste los, und es sollte dann ein Laufwerk eingebunden werden. Danach können wir dann auch die BT-Taste loslassen. Auf dieses Laufwerk kopieren wir dann nun die neue Firmware. Ich muss zunächst einmal die ZIP-Datei entpacken, und hier finde ich dann auch unter MicroPython Installer die UF2-Datei. Diese kopiere ich nun per Drag and Drop auf den Mikrocontroller, und wenn das abgeschlossen ist, wird das Laufwerk entfernt, der Mikrocontroller neu gestartet, und wir können dann in die Entwicklungsumgebung wechseln. Ich gucke hier einmal im Gerätemanager. Mein Mikrocontroller wurde am COM30 erkannt. Das wird wichtig, denn nun müssen wir zunächst in der Tony IDE diesen einrichten. Hier wähle ich MicroPython und dann in Klammern RP2040 und als COM-Port hier den COM30. Das bestätige ich mit OK. Und wenn ich jetzt auf Stop klicke, dann sehe ich auch schon in der Kommandozeile, dass der Melopero Cookie RP2040 erkannt wurde. Ich teste einmal das Ganze mit einem kleinen Skript und gebe einfach mal Hello World auf der Kommandozeile aus. Wenn das kleine Programm fertig geschrieben ist, drücken wir oben dann einfach die Play-Taste, und wir sehen, dass Hello World auf der Kommandozeile ausgegeben wird. Damit haben wir auch gleichzeitig validiert, dass unser Mikrocontroller korrekt eingerichtet ist. Im nächsten Schritt können wir nun mit dem Aufbau von kleinen Schaltungen an den Mikrocontroller beginnen. Und wie du das machst, das zeige ich dir im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, und wir sehen uns später. Tschüss!